Und jetzt geht es um das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das rund 20 Millionen Kreditverträge in Deutschland in Frage stellt. Auch die Verbraucherzentrale berichtet groß darüber. Und wir sind jetzt live verbunden mit dem Fachanwalt für Steuerrecht Karl Wanner. Herzlich willkommen. Hallo Herr Baumer, grüße Sie. Herr Wanner, welche Grundlage hat jetzt das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofs und warum ist das jetzt gefallen? Das Landgericht Saarbrücken musste sich mit einer Widerrufsbelehrung befassen, die der BGH im November 2016 für rechtmäßig erachtet hat. Der EuGH ist jetzt allerdings anderer Auffassung und hat diese Rechtsmittelbelehrung für unvereinbar mit den EU-Richtlinien erklärt. Dies bedeutet oder die Rechtsfolge ist, dass die 14-tägige Widerrufsfrist nicht einzuhalten ist und Verbraucherkreditverträge noch heute widerrufbar sind. Und welche Verträge kann ich jetzt überhaupt widerrufen? Es gibt ja nur ganz gewisse Zeitspannen. Ja, das sind die Verträge vom 10. Juni 2010 bis 20. März 2016. Die sind von dem Urteil des EuGHs betroffen. Verträge ab dem 21. März 2016, wenn sie eine falsche oder keine Rechtsmittel- oder Widerrufsbelehrung enthalten, können innerhalb von einem Jahr und 14 Tagen noch widerrufen werden. Wie kann ich jetzt diesen Widerruf überhaupt prüfen lassen? Ich denke, so für uns als Normalbürger ist das ja ein bisschen schwierig. Natürlich gibt es da Fachleute, insbesondere die Anwälte, aber sie können sich auch an eine Verbraucherberatungsstelle wenden. Wenn man jetzt den Text der Verbraucherzentrale aufmerksam liest, dann stellt man auch fest, es wird ja auch Risiken für den Kreditnehmer geben, weil die Bank wird nicht sagen, herzlich willkommen, schön, dass du jetzt von dem Widerruf Gebrauch machst, wir machen dir jetzt viel bessere Konditionen. Welche Risiken gibt es jetzt für den Verbraucher? Sie müssen sich sehr genau überlegen, zu welchem Zeitpunkt Sie widerrufen, weil Sie müssen ja der Bank dann das Darlehen wieder zurückbezahlen und dies innerhalb von 30 Tagen. Ihre Hausbank wird sicherlich nicht erpicht sein, mit Ihnen weiter zusammenzuarbeiten, sodass Sie sich eine andere Bank wenden müssen. Und da ist natürlich die Bearbeitungszeit und alles zu berücksichtigen. Wie läuft dann die Abrechnung des Darlehens ab, wenn ich widerrufe? Die gegenseitig erlangten Leistungen sind zurückzuführen. Die Bank bekommt ihre Darlehenssumme und der Verbraucher bekommt Zins und Tilgung zurück. Herr Wanner, abschließende Frage. Ich sehe gerade auch im Internet gibt es ganz viel Werbung. Hier bitte, wir prüfen deinen Kreditvertrag, deinen Leasingvertrag und so weiter. Wie seriös ist das alles? Und wenn ich jetzt Fragen habe, an wen sollte ich mich wenden und was kostet so eine Prüfung? Wie Sie wissen, was nichts kostet, ist nichts wert. Und es gibt da klare Vorschriften in der Honorarordnung für Rechtsanwälte. So halten wir es zumindest. Die Rechts- oder die Widerrufsbelehrung wird von uns aufgrund des Beraterhonorars geprüft. Sollte es dann weitergehen und wir vertreten den Mandanten vor den Gerichten oder bei der Bank, dann wird nach der Gebührenordnung für die Rechtsanwälte abgerechnet bzw. wird ein Honorar vereinbart. Ganz kurz auf den Punkt, was kostet jetzt die erste Prüfung? Die erste Prüfung kostet ca. 225 Euro brutto. Herr Wanner, vielen Dank für die Informationen. Vielen Dank, Herr Baunach, und gesund bleibende Grüße aus Lindau. Hey, liebe YouTuber, hat euch der Inhalt von unserem Beitrag gefallen? Dann lasst uns bitte ein Gefällt mir da und abonniert unseren Kanal und auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer mit, wenn es etwas Neues gibt. Viel Spaß!